Vielleicht kennt ihr es ja auch. Es liegt was in der Luft. Es ist eine üble Stimmung. Ihr wisst nicht genau, was los ist und habt gar keinen Bock, euch damit auseinanderzusetzen. Aber eigentlich steht es jetzt an. Das Streitgespräch. Ich bin in letzter Zeit schon öfter von Leuten angeschrieben worden aus der Community und um Hilfe gebeten worden, gerade zu dem Thema, die gesagt haben, ich muss mit meinem Spielleiter oder ich muss mit meinem Spieler sprechen, es läuft nicht gut, was soll ich machen? Und hier sind meine Tipps dafür, was ihr machen könnt, wenn ein Streitgespräch angespielt. Und vor allen Dingen im Vorfeld, im ersten Teil des Videos, werde ich euch erzählen, was ihr machen könnt, damit es überhaupt nicht so weit kommt. Das ist nämlich noch viel besser. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Ja, hallo, hier ist Martin von D20 Sounds und wie schon gesagt, das Video ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil gibt es Maßnahmen, die ihr ergreifen könnt, um Streit überhaupt nicht aufkommen zu lassen, im Idealfall. Im zweiten Teil geht es darum, wie ihr ein Streitgespräch im optimalen Sinne führen könnt. Wie könnt ihr vermeiden, dass es überhaupt zu unangenehmen Stimmung in der Gruppe kommt? Und da ist ein wichtiger Punkt, finde ich, gebt euch immer wieder Feedback. Nach den Runden macht es euch zur Angewohnheit, am Ende jeder Runde eine kurze Feedback-Runde zu machen, wo jeder sagen kann, was ihm gefallen hat, was ihm nicht gefallen hat und das einfach angehakt wird. Ich mache das immer ganz gerne mit meiner Handmethode. Die geht folgendermaßen: Mit dem Daumen sagt ihr, was top war, mit dem Zeigefinger sagt ihr das, worauf ihr hinweisen wollt. Also es gibt irgendwas Wichtiges, worauf ich hinweisen möchte. So zum Beispiel, ich habe den Eindruck, wir sind schon 5-mal jetzt auf Stufe 2 unterwegs gewesen und es passiert gar nicht. Ist nur ein Hinweis, heißt nicht, wir müssten eigentlich Stufe 3 sein, mach jetzt, dass das wird. Was im Mittelpunkt stand mit dem Mittelfinger, also wenn es irgendwie ein besonders schönes Rollenspiel gab oder ein Rätsel besonders spannend war oder sonst irgendwas, sagt das, was im Mittelpunkt stand. Der Ringfinger ist das Schmuckstück, weil hier normalerweise der Ring ist natürlich, der Schmuck. Und was ihr besonders schön fandet, Karl-Heinz hat heute wieder super Rollenspiel gemacht, das hat mich total angefixt und ich hatte auch sofort Lust weiterzuspielen. Und der kleine Finger sagt, was euch zu kurz gekommen ist. Vielleicht hilft euch diese kleine Methode weiter. Wenn nicht, schaut doch in mein Video zum Thema Feedback ein. Ich habe es euch hier verlinkt. Zweitens, es liegt was in der Luft. Es ist manchmal schwierig, so unterschwellige Sachen mitzubekommen. Ich würde dazu raten, empathisch zu sein, aber es kommt nicht so von ganz alleine. Manchmal hat man ja auch was in sich, was irgendwie, wo man merkt, irgendwie ist es ganz komisch. Und man windet sich schon so vor sich selbst, aber man hat es noch nicht gefasst. Was mir persönlich da immer hilft, ist eine Meditation zu machen. Und wenn ihr wollt, probiert das aus. Ich habe vor, in den nächsten Tagen eine geführte Meditation aufzunehmen. Vielleicht ist sie jetzt zum Erscheinen des Videos schon online sogar, die euch dabei hilft, das mal auszuprobieren. Ich finde, geführte Meditation ist ein prima Ding für einen Anfang. Und wenn ihr sowas 5 bis 10 Minuten oder 10 bis 15 Minuten am Tag macht, werdet ihr merken, dass ihr wesentlich besseren Zugang zu euren Gefühlen habt. Das hilft bei ganz vielen Sachen. Wir haben das in der Klinik, wo ich mein Praktikum damals gemacht habe, haben wir das sogar gemacht, um Leuten zu helfen, die eine Depression haben. Und es hat geholfen. Wenn ihr was Kleineres machen wollt, ganz am Anfang, hilft es auch, irgendwie 10-mal ein- und auszuatmen und jedem Atemzug mitzuzählen mit geschlossenen Augen. Sich wirklich nur auf die Atmung zu konzentrieren. Man kriegt wirklich viel mehr mit von sich und dadurch auch viel mehr von anderen und ist einfach empathischer. Das war schon Punkt 2. Punkt 3 ist, versucht bei euren Spielsessionen ein offenes Klima zu haben, in dem geredet werden kann.
Es weiß jeder, dass man sein Spiel nicht gerne unterbricht, nur weil irgendwie gerade was nicht in Ordnung ist. Oft kann man Sachen am Ende sagen, damit das Spiel an sich nicht gestört wird. Ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, rausgeredet zu werden. Und deswegen frage ich auch am Ende. Es ist viel leichter, Kritik sich anzuhören, wenn man danach gefragt hat. Und mein großer Tipp ist, fragt nach Kritik. Im Prinzip ist das wie Feedback, ja, und man muss es bloß nicht so nennen, aber dieses Fragen nach Kritik, okay, gab es heute irgendwas, was euch nicht so gut gefallen hat? Was fandet ihr besonders stark? Denkt dran, es ist ganz wichtig, nicht immer nur nach den schlechten Sachen zu fragen, sondern auch nach den guten. Ihr wisst nicht, was ihr richtig gemacht habt, wenn die Sachen nicht benannt werden. Der vierte Punkt ist Vertrauen. Auch hierzu habe ich ein ganz langes Video aufgenommen. Ach, ja, so lange ist es auch nicht. Ich glaube, 10 Minuten oder sowas. Das habe ich hier verlinkt. Und Vertrauen ist für mich ein Punkt, der so die Grundlage von allem ist. Weil Vertrauen wirkt sich direkt auf viele Punkte aus. Wenn ihr mit jemandem kommuniziert, dem ihr absolut vertraut, habt ihr es nicht nötig, irgendwelche Worte auf die Goldwaage zu legen. Ihr merkt einfach, dass die Kommunikation sehr unkompliziert ist. Das heißt, versucht immer irgendwie am Vertrauen zu arbeiten. Und das schafft ihr, indem ihr ja, authentisch seid, indem ihr eure Versprechen, ich nenne das jetzt mal so, einfach einhaltet, indem ihr konsistent seid und indem eure Spieler merken, sie können sich auf euch verlassen. Wie gesagt, etwas tiefer geht es in diesem Video und wir gehen jetzt zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist die zweite Hälfte des Videos. Wie führe ich ein Streitgespräch? Was kann ich machen, wenn es jetzt wirklich ansteht? Und der erste Tipp, den ich euch geben möchte, ist, nehmt die Emotionen raus. Es macht manchmal keinen Sinn, in dem Moment, wenn die Emotionen hochgekocht sind, ein konstruktives Gespräch zu führen. Also, ihr könnt es euch vorstellen, ihr seid verärgert, der andere ist verärgert. Vertrauen ist gerade keine gute Sache mehr. Das kann nur schiefgehen in den meisten Fällen. Ja, dann kann ich es auch verschieben, oder? Ja, verschieben ist eine gute Sache. Aber schiebt es nicht auf die lange Bank. Sachen, die zu lange verschoben werden oder dann hat man vielleicht Angst davor, dieses Gespräch zu führen, das macht Vertrauen total kaputt und macht das Gegenteil. Also nehmt die Emotionen raus, vielleicht geht ihr raus, eine rauchen, wenn, ich hoffe nicht, dass ihr noch raucht, aber eine rauchen in Anführungsstriche, das heißt einmal in die frische Luft gehen, ein bisschen durchatmen, ein bisschen runterkochen und sich überlegen, was man selbst vielleicht nicht so gut gemacht hat, um dann auch für Kritik ein bisschen offener zu sein und dann mit dem anderen sprechen. Also erster Punkt, Emotionen raus. Der zweite Punkt ist ein gemeinsames Ziel ansteuern. Naja, in den meisten Sessions ist es ja so, dass man das schon das gemeinsame Ziel hat, dass die Gruppe bestehen bleibt. Man hat vielleicht einen Charakter schon auf Stufe 6 oder 10 gebracht und es wäre total ärgerlich, wenn man den nicht weiterspielen kann, weil die Gruppe sich zerlegt. Also hat man ein gemeinsames Spiel, deswegen klappt das ja auch in vielen Spielen total gut. Ich sehe, dass in dieser Gruppe oder in diesen Fantasy-Rollenspielen-Gruppen relativ wenig an Unstimmigkeiten ist. Ich habe es zumindest immer nur so unterschwellig und so ein bisschen am Rande, also aber im Vergleich zu anderen Gruppen, als sehr wenig empfunden. Ja, ihr wollt zusammen spielen, das ist ein super gemeinsames Ziel und das ist ein guter Punkt, um Hindernisse auszuschalten. Trotzdem sollte es ganz klar sein, dass Gefühle immer eine Rolle spielen und wenn ihr verärgert seid und dieses Thema jetzt ansprechen wollt, dann sagt es auch. Es gibt das Eisbergmodell in der Psychologie, das sagt, dass ungefähr 80% der Kommunikation nonverbal sind. Also es spielt gar keine Rolle, was ihr sagt, sondern es spielt eine Rolle, welches Gefühl dahinter steht. Und das macht es manchmal schwer, denn wenn ihr zum Beispiel auch wegen eines anderen Grundes verärgert seid und mit einem Spieler sprecht, kommt bei ihm an,
Der ist ja verärgert. Also eigentlich ist der innen drin verärgert. Anscheinend habe ich hier irgendwas falsch gemacht, denkt sich der Spieler. Und das macht es total schwer. Der geht sofort in eine Abwehrhaltung. Also sagt ihm, ja, ich habe gerade mit Jürgen gesprochen vor der Tür. Ich habe Stress im Job. Ich bin echt gerade ein bisschen ärgerlich. Hat nichts mit dir zu tun. Dann wird alles schon ein bisschen klarer und man kann sozusagen aus dieser Gefahrenzone rausgehen und sagen, okay, ich möchte ein konstruktives Gespräch mit dir führen. Ich bin nicht in der besten Verfassung, aber es hat nichts mit dir zu tun. Und wenn es was mit jemandem zu tun hat, ist es auch wichtig, das zu sagen, ich bin noch verärgert, aber ich möchte gerne mit dir daran arbeiten, dass wir es hinkriegen. Ich sehe uns als Ziel und vielleicht ist mein Ärger nachher auch weg. Ganz wichtig, wie gesagt, auf dem Schirm zu haben, dass man nicht einfach irgendwelche Emotionen, die vorhanden sind, überspielt. Ganz wichtig. Seid authentisch und sagt solche Sachen. Dritter Punkt, auf Augenhöhe. Mann, Mann, Mann. Es gibt in der Psychologie die Transaktionsanalyse, das kann man gerne mal nachsehen. Das klingt total kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr jemand von oben nach unten anspricht, dann sprecht ihr im Prinzip bei ihm, ja, ich spreche ja mit ihm wie mit einem Kind sozusagen, von oben nach unten. Ich habe dir doch gesagt, ich möchte nicht, wenn du zweimal hintereinander direkt würfelst. Ja, und dann wird er sich auch wie ein Kind verhalten. Das passiert echt ziemlich automatisch. Es gibt wenige Leute, die daraus aus diesem System rausspringen können, wenn sie von oben angesprochen werden, auf Augenhöhe zu antworten. Gibt es, aber es ist nicht leicht. Also zu 70% wird der Mensch, den ihr so ansprecht, in eine Kinderrolle fallen. Und die Kinderrolle sagt entweder, ich bin angepasst. Ja, Papi. Oder ich bin rebellisch. Nein, ich mach das nicht. Ich finde dich doof. Beides sind natürlich Punkte, könnt ihr euch vorstellen, die für ein gutes Gespräch überhaupt nicht geeignet sind. Deswegen versucht euer Gegenüber immer auf Augenhöhe anzusprechen. Dann wird auch das auf Augenhöhe zurückkommen. Und das Zweite ist noch, wenn ihr ihn von oben nach unten ansprecht, wird er den Spieß dann nach oben drehen. Weil er als rebellisches Kind dann selber in die Elternrolle geht, in das, was man als Kind gelernt hat und selbst von oben nach unten mit euch spricht. Das heißt, das ist so ein ewiges von oben nach unten und es führt zu nichts. Also versucht es sein zu lassen. Es ist manchmal nicht ganz leicht, aber hinter dem schwierigen Wort Transaktionsanalyse steckt was ganz Einfaches. Und ich würde euch raten, immer auf Augenhöhe. Der vierte Punkt heißt bei sich bleiben. Ja, es ist manchmal schwierig. Ich fühle mich scheiße, weil du mich schlecht behandelst. Nein, ich musste auch widersprechen. Ich habe ja am Anfang gesagt, der Hebel liegt immer in uns selbst. Ich fühle mich nicht scheiße, weil mich jemand schlecht behandelt. Ich fühle mich schlecht, ja, weil ich mich vielleicht darüber ärgere, dass der andere so zu mir ist, auf eine bestimmte Art. Aber mich kann jemand noch so schlecht behandeln. Ich kann da drüber stehen. Es ist nicht leicht, aber es ist möglich. So, wenn ihr jetzt irgendwelche Sätze formuliert und dem anderen irgendwas sagen wollt, dann sagt es doch bitte anders. Falsch. Ich fühle mich im Spiel momentan sehr unwohl, weil ich den Eindruck habe, dass mein Charakter irgendwie nichts erreichen kann. Okay, jetzt sind alle Türen offen. Und euer Gegenüber muss nicht in eine Verteidigungsposition springen, weil ihr ihm gesagt habt, ihr seid schuld, dass mein Charakter sich so blöd verhalten muss oder sowas. Also versucht immer bei euch zu bleiben und nicht jemand anderen die Schuld zu geben. Schuldzuweisungen sind immer ein ganz schwieriges Thema und machen Gesprächsklima total kaputt. Punkt 5, meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, das ist auch der letzte, heißt erst zuhören. Wenn ihr mit jemandem Streit habt, dann hört euch ganz genau an, was der zu sagen hat und fragt nach und fasst das Ganze mit euren eigenen Worten zusammen. Habe ich dich richtig verstanden, dass es dich ärgert, wenn ich zweimal hintereinander würfle? Wäre es dir lieber, wenn ich das so und so mache? Fragt einfach nach und holt euch immer Nicken an. Wenn der andere Nein sagt, dann bittet ihn, es nochmal zu erklären und fasst es nochmal neu zusammen.
Wenn der andere sich, so oder sobald der andere sich wirklich verstanden fühlt, ist er auch meistens bereit, euch richtig gut zuzuhören. Also euch das Geschenk des Zuhörens zurückzugeben. Ich finde, das ist ein super Tool. Das ist total wirksam. Es hat schon bei Rogers in der Gesprächsführung gewirkt oder bei Stephen R. Covey. Es sind so, beides so Päpste aus der psychologischen Richtung, sage ich mal. Und ich kann es nur empfehlen. Ich habe es auch schon oft probiert und es hat wirklich gut geklappt, jemanden wirklich intensiv zuzuhören und nachzufragen und versuchen, den wirklich zu verstehen, statt schon den nächsten eigenen Gedanken im Kopf zu haben, ist wirklich total wichtig. Und es sorgt für Vertrauen, es sorgt für ein gutes Gesprächsthema. Und wenn ihr einen Streit habt, ist es das Beste, was ihr tun könnt. Das war's schon für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr wollt, lasst doch ein Abo da oder ein Like. Bis dahin, macht's gut. Euer Martin von D20 Sound. Ciao.